Willkommen im Device. Heute werden wir uns die besten QLED-Monitore ansehen. Der MSI Optix ist ein 32 Zoll 4K Gaming Monitor mit Quantum Dot Technologie, der eine beeindruckende Farbdarstellung und hohe Bildqualität bietet. Er unterstützt eine 144 Hz Bildwiederholrate und ist G-Sync kompatibel, was ihn ideal für flüssiges Gaming macht. Dank der HDR600 Zertifizierung kann der Monitor lebendige Farben und helle Highlights darstellen, während die Quantum Dot Technologie für eine breite Farbpalette sorgt, die insbesondere in Adobe RGB und DCI-P3 genau kalibriert ist. Die hohe Auflösung und das IPS-Panel bieten klare, detaillierte Bilder mit weitem Betrachtungswinkel. Ein Nachteil dieses Modells ist die eher schwache HDR-Leistung, die nicht ganz die Erwartungen an ein echtes HDR-Erlebnis erfüllt. Außerdem ist das lokale Dimmen mit nur 16 Zonen begrenzt, was dazu führt, dass dunkle Szenen nicht so tief und kontrastreich erscheinen wie bei anderen Monitoren mit fortschrittlicheren Technologien. Auch der Preis ist relativ hoch, insbesondere angesichts dieser HDR-Beschränkungen. Insgesamt ist der Optix ein ausgezeichneter Gaming-Monitor mit brillanter Farbwiedergabe und schneller Reaktionszeit, besonders für PC-Gamer. Obwohl das HDR nicht perfekt ist, überzeugt er durch seine hohe Bildqualität und umfangreiche Features. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der ASUS ROG Strix ist ein 32 Zoll Gaming-Monitor mit einer beeindruckenden 4K-Auflösung und einer übertaktbaren Bildwiederholrate von bis zu 160 Hz. Er nutzt ein schnelles IPS-Panel, das eine exzellente Farbgenauigkeit und weite Blickwinkel bietet. Die Unterstützung von HDR600 und ein hoher DCI-P3-Farbraum garantieren lebendige und realistische Bilder. Zudem ist der Monitor sowohl mit Nvidia G-Sync als auch AMD FreeSync Premium Pro kompatibel, was ein flüssiges Gameplay ohne Tearing ermöglicht. HDMI 2.1 macht ihn zudem ideal für Konsolen der neuen Generation. Ein Nachteil dieses Modells ist sein hoher Preis, der deutlich über 1000 Euro liegt, was ihn in eine teure Nische für Gaming-Displays einordnet. Auch das Fehlen von USB-C-Anschlüssen könnte für einige Nutzer enttäuschend sein, vor allem in Anbetracht des ansonsten umfangreichen Angebots an Anschlüssen. Das Design der Stativhalterung nimmt relativ viel Platz ein, was auf kleineren Schreibtischen problematisch sein könnte. Insgesamt bietet der ROG Strix eine beeindruckende Leistung für Gamer und Content-Ersteller, die auf der Suche nach hochauflösenden und farbgetreuen Darstellungen sind. Für diejenigen, die in ein Premium-Gerät investieren möchten, bietet dieser Monitor nahezu alles, was man sich wünschen kann. Der Preis und weitere Informationen kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon finden. Der ViewSonic Elite ist ein 32 Zoll Gaming-Monitor, der durch seine QHD-Auflösung und Quantum Dot-Technologie beeindruckende Farben und Details bietet. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 175 Hz und einer extrem niedrigen Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden MPRT ist dieser Monitor ideal für schnelle Spiele. Außerdem unterstützt er VESA Display HDR 600 für eine verbesserte HDR-Darstellung. Dank der Kompatibilität mit Nvidia G-Sync und AMD FreeSync gibt es keine Probleme mit Tearing oder Stottern. Ein Kritikpunkt bei diesem Modell ist die relativ niedrige Auflösung von 1440p, was im Vergleich zu ähnlichen Monitoren mit 4K-Auflösung weniger Schärfe bietet. Außerdem kann das OSD, On-Screen-Display, hin und wieder Probleme machen, wie Nutzer berichtet haben. Das Problem lässt sich jedoch meist durch einen einfachen Neustart beheben. Zudem fehlen neuere Anschlüsse wie HDMI 2.1. Alles in allem ist der ViewSonic Elite ein hervorragender Monitor für Gamer, die eine gute Balance zwischen Leistung und Bildqualität suchen. Mit seinem Preis im mittleren Segment bietet er eine starke Kombination aus hoher Bildwiederholrate und großartiger Farbgenauigkeit. Den Preis und weitere Informationen kannst du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon finden. Der Philips Brilliance 7000 ist ein High-End 4K-Monitor, der besonders für kreative Profis entwickelt wurde. Mit seinem 27 Zoll Quantum Dot IPS-Panel und der Mini-LED-Technologie bietet er eine beeindruckende Helligkeit und Kontraste. Die 2304 lokalen Dimming-Zonen sorgen für tiefes Schwarz und lebendige Farben, unterstützt durch die VESA Display HDR 1400 Zertifizierung. Dank der Thunderbolt 4 Konnektivität eignet sich der Monitor ideal für moderne Arbeitsplätze, da er Datenübertragung, Videoausgabe und Laden von Geräten bis zu 90 Watt kombiniert.
Das ergonomische Design mit Höhenverstellung, Neigung und Drehbarkeit sorgt für flexiblen Einsatz. Trotz der vielen positiven Eigenschaften gibt es einige Schwächen. Die integrierten Lautsprecher sind für den Preis eher mittelmäßig und die Bedienung der Bildschirmmenüs über die rückseitigen Tasten kann umständlich sein. Auch das Fehlen eines KVM-Switches könnte für Nutzer, die mehrere Geräte anschließen wollen, ein Manko sein. Außerdem liegt der Monitor preislich am oberen Ende, was für einige potenzielle Käufer ein Hindernis darstellen könnte. Insgesamt bietet dieser Monitor eine hervorragende Bildqualität und vielseitige Anschlussmöglichkeiten, was ihn zu einer exzellenten Wahl für professionelle Anwendungen macht. Wenn du an diesem Modell interessiert bist, kannst du den aktuellen Preis über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon überprüfen. Der Corsair Xeneon ist ein 32 Zoll 4K Gaming Monitor, der durch seine beeindruckende Bildqualität und Leistung hervorsticht. Mit Quantum.IPS Technologie bietet er eine breite Farbabdeckung einschließlich 100% Adobe RGB und 98% DCI P3, was ihn ideal für professionelle Grafik- und Gaming-Anwendungen macht. Der Monitor unterstützt HDR 600, was für realistischere Farben und Kontraste sorgt, und die Bildwiederholrate von 144 Hz in Kombination mit einer 1 Millisekunde Reaktionszeit bietet ein flüssiges und reaktionsschnelles Spielerlebnis. Der Monitor ist außerdem mit AMD FreeSync Premium und Nvidia G-Sync kompatibel, was eine variable Bildrate und ruckelfreie Darstellung ermöglicht. Jedoch hat der Monitor auch einige Schwächen. Während er HDR unterstützt, ist die Performance mit den nur 16 Edge-Lit-Dimming-Zonen eher enttäuschend und erreicht nicht die Tiefe von echten HDR-Displays. Außerdem fehlen integrierte Lautsprecher, was bei einem Monitor dieser Preisklasse erwartet werden könnte. Die Größe des Ständers nimmt viel Platz ein, was ihn für kleine Schreibtische weniger geeignet macht, obwohl er VESA-kompatibel ist. Insgesamt ist der Xeneon ein leistungsstarker Monitor für Gamer und Kreative, die eine hohe Bildqualität und schnelles Gameplay suchen. Den aktuellen Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Der Samsung S95UC ist ein 49 Zoll Monitor mit einer ultrabreiten 32:9 Dual QHD Auflösung, ideal für Multitasking und immersive Arbeits- oder Spielerlebnisse. Das VA-Panel mit einer 1000R Krümmung sorgt für ein beeindruckendes Sichtfeld, während HDR-Unterstützung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz für flüssige und farbenprächtige Bilder sorgen. Ein Nachteil dieses Modells ist die durchschnittliche Helligkeit von 350 Nits, die in besonders hellen Umgebungen möglicherweise nicht ausreichend ist. Zudem könnten einige Nutzer die Größe als überwältigend empfinden, besonders auf kleineren Schreibtischen. Insgesamt bietet dieser Monitor eine ausgezeichnete Kombination aus Bildqualität und Funktionalität, vor allem für professionelle Anwender. Der Preis ist über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon einsehbar. Der ASUS ProArt ist ein hochprofessioneller 32 Zoll 4K-Monitor, der sich besonders an Content-Creators richtet. Mit seiner Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und 576 Dimming-Zonen bietet er exzellente HDR-Leistung, eine Spitzenhelligkeit von 1000 Nits und einen beeindruckenden Kontrast. Zusätzlich unterstützt der Monitor verschiedene HDR-Standards wie HDR10 und HLG, was ihn ideal für die Bearbeitung von Videomaterial und die professionelle Farbkalibrierung macht. Dank einer Farbraumabdeckung von 99,5% Adobe RGB und 98% DCI P3 eignet er sich auch für Farbprofis. Zu den Nachteilen gehört die gelegentlich auftretende Dunkel-Halo-Effektbildung bei sehr kontrastreichen Szenen, die jedoch durch Anpassung der Monitoreinstellung minimiert werden kann. Außerdem ist der Preis des Monitors im höheren Segment angesiedelt, was für Budgetnutzer eine Hürde sein könnte. Insgesamt bietet der ProArt eine hervorragende Farbgenauigkeit und ist ideal für alle, die höchste Ansprüche an HDR und SDR-Inhalte stellen. Den Preis findest du über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!